So, herzlich willkommen zurück zu GTA 5. Wir sind hier gerade mit Franklin vor Franklins Haus. Und hier geht es jetzt weiter mit einer Mission. Können wir doch so reinfahren? Nein, wir müssen aussteigen. Machen wir das mal. Steigen wir einfach mal aus und dann geht's ab in die Mission. You know what? It's getting to be a bit much. I have no idea how you cope. Of course I cope. I'm a woman. Ain't that the truth? Lecker, schmecker, frisch Fleisch. I've done all that I can do. But you know how boys are. Wait a minute. Oh, girl. Whew, hey, how much further? We ain't even gone 5 yards yet. Okay. I know. I'm just asking. This is spirit walking. Exercises body and soul. It's all the rage. Sowas will man natürlich gerne zu Hause auf dem Sofa liegen haben. Herrlich. Damn. F, is that your auntie? Yeah, thank God I missed her crazy ass. She's spirit walking this shit now, man. That's just her attempts to. Hey, don't be talking shit about your auntie, man. She got. I mean, she cool as a motherfucker, man. Come on. Come with. We gotta go pick up some shit from around the corner, man. We can walk and talk at the same time, my nigga. Why the fuck we can't drive? Around the block with Chop? You need to walk with your fat ass. Yeah, okay, you tall, linky son of a bitch. Come on, homie, we ain't got all day. Let's go. For sure, but what you got up? Kidnapping, fool. That clown D. That OG fool from Ball. Dog, I told you, no more gangbanging retro vengeance bullshit. I'm trying to make some fucking paper. You gonna make some paper, low, and ain't nobody out here gangbanging. It just look like that. You gotta know the difference, man. Oh, man, great. My aunt would be very happy, homie. She wants me dead anyway, so she can get the fucking house. You got the wheel, homie. Steig in den Lieferwagen. Das machen wir mal. Und was machen wir mit Job? Wo ist der? Ah, der steigt hinten in die Karre. Sollte ich ein bisschen vorsichtiger fahren, würde ich mal sagen. So, los geht's. Licht natürlich an. Immer wichtig, vergiss das nicht. Hey, I like your dog, homie. Me and Chop got a lot in common. Your annoying ass. Man, I'm carrying both of y'all asses, homie. Look what I set up. Man, fuck this, man. Ah, immer dieses Abbiegen. Wieder verpeilt. Verpeilt, verpeilt. Oh, I know, homie. But look, I met this contact, this white dude. Real serious dude, man. This motherfucker know the streets, homie. I know he'll be a good hookup for us. Ja, ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, ob euch das stört, wenn ich jetzt hier dazwischen so ein bisschen rumlaber. Immerhin hat man ja unten noch immer den Text stehen, ne? Aber wenn ihr das mal noch ein bisschen hören wollt, dann haltet ihr natürlich mal die Klappe. Ist ja kein Ding. Ja, aber zu sich gibt es halt so ein paar Situationen, wo man halt ein bisschen was labern muss. Und wenn man zum Beispiel vergisst abzubiegen, das ist natürlich tragisch und das muss man natürlich mitteilen. Ist ja nicht so, dass ihr das seht, naja, aber ich weiß, ich muss das mit euch mal mitteilen. So, wir müssen jetzt in die Winewood Hills. Das dauert nicht mehr lange. Wir sind eh gleich da, 300 Meter. Kurz nach vorne rechts abbiegen und dann sollten wir am Zielpunkt angekommen sein. Yeah, whatever, homie. We'll see about that. He down his alley up here. What? Hey, what's up, bro? Ain't you little lady's cousin? Yeah. Damn, short-witted. I was just saying I was trying to holler at you. Ain't hollering nothing over here. Why is it gotta be like that? I'm an OG. An OG, so what? So the fuck what, nigga? It's a million OGs. Well, shit, how about I put one of these little X pills up your ass crack? Next thing you know, you're gonna be begging for it, that's bro. Disgusting. What's happening now, D-Man? Ain't no fun if the gangsters can't have none. Man, fuck you, Mark. I ain't sharing no ass for CGS. Ain't nobody sharing nothing. Man, shut the hell up, fuck bitch. Fuck you, nigga. Man, fuck y'all. Hey, ain't there a law against you, Mark-ass gangsters insignia mask wearing motherfuckers? Oh, so what's up now, nigga? You snitching or something, oh, nigga? Oh, shit. Bitch ass nigga. Fuck you, nigga. I'm out of here. Okay, okay, der haut ab. Den schnappen wir uns.
Den schnappen wir uns. Zack, in den Lieferwagen rein. Ob wir es natürlich jetzt mit dem Lieferwagen schaffen, weiß ich nicht, aber wir schaffen es. Wo ist Job? Job ist hinten drin, alles klar. Los geht's. Okay, er ist da hinten. Ja, und so hat man hier so einen speziellen Fokus, wenn man R drückt auf PC. Und dann fokussiert er immer so den Fokus an. Das Ziel, was man gerade verfolgt, ist dann direkt im Fokus. Das finde ich auch ganz gut. Oh, da vorne ist er schon. Den sollten wir eigentlich bekommen. Okay, gut. Ich dachte schon, wir krachen jetzt irgendwo gegen. Das wäre nicht so schön, oder? Genau, Franklins Fähigkeit ist natürlich auch genial. So, um hier halt um Kurven zu kommen. Okay. Das Ding ist, ich vergesse immer, dass er so eine geile Fähigkeit hat, aber... Aber GTA erinnert mich ja immer wieder dran, das ist das Gute. Von daher. Mann! Der biegt aber auch oft ab, oder? Zack. Das Ding ist einfach so ein scheiß Transporter, ist echt nicht schnell. Oh, shit. Oh, den hat's erwischt. Ich würde sagen, den hat's erwischt. Zack, 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 zack. Wir rennen. Ist natürlich klar, dass denn hier so ein paar Busse durch die Gegend fahren müssen, ey. So, du kommst jetzt her, Alter. Wo ist der? Da ist er. So, wenn du länger sprintest als deine Ausdauer verkraftet, fällt deine Gesundheit. Ne. Ist wieder aufgesprungen. Wie wechsle ich nochmal? So, genau. Mit Alt. So, sind wir im Shop. El Alt direkt zum wichtigsten Charakter. Ja, perfekt. So, wir sind jetzt gerade hier Shop. Und wir müssen den jetzt natürlich suchen. Können wir mal gucken, ob der hier irgendwo drin lungert. Der muss ja irgendwo hier drin sein. Der kann ja nicht weg sein. Ja, da hinten ist eigentlich ganz logisch. Nicht da rein. So. So, ist er auf die Seite hier. Hier war er ja. Hier ist er ein bisschen längs gefahren. Das heißt, er muss irgendwo in den Dingern sein. Kriege ich die auf? Die kriege ich gar nicht auf. Kriege ich die auf der anderen Seite? Ja, hier kriege ich die, glaube ich, auch. Hier ist so ein Hebel. Boah, das will nicht. Die wollen nicht aufgehen. Hier. Auch nicht. Oh Mann, das ist auf jeden Fall nicht gut. Der muss ja doch hier hinten irgendwo sein. Das glaube ich gar nicht. Boah, hier ist alles offen. Da war er nicht drin, da war er nicht drin. Hey, Chop, what you smell? That don't look like no boss. Down, boy. You better not.
I'll be fucking when I get there, Chop. Jo. Man, that's a dude, Chop. Geil. Was soll das denn hier? Kommst du jetzt weg da? Ein typischer Franklin-Hund, oder? Kann ich das jetzt aufmachen? Ja, jetzt geht's natürlich. Das heißt, er muss hier sein. Ja. Geil. Den haben wir auf jeden Fall, dank Job. Ist auf jeden Fall ein geiler Hund. Die kriegen wir später, glaube ich, auch noch mit Franklin, oder? War das nicht so, dass der Mann uns den schenkt? Ich bin mir nicht mehr sicher, aber ich denke es auf jeden Fall. Sollte auf jeden Fall klar gehen. Ja, liebe Leute, das war's jetzt auch schon mit diesem Part. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Lasst es mal in den Kommentaren mir zu wissen kommen. Na, ihr wisst, wie es läuft. Und, dann bedanke ich mich auf jeden Fall fürs Zuschauen und ich freue mich auf jeden Fall schon mal auf den nächsten Part und dann sage ich mal bis zum nächsten Part. Haut rein, liebe Leute.